Herr Kriminalpräsident, Sie wissen doch immer alles besser. Bekanntes Münchner Denkmal, 9 Buchstaben, letzter Buchstabe ein R. 9 Buchstaben. Ende an R. Wanninger. Ohne den geht wohl hier gar nichts. Also ihr mit eurer Heldenverehrung geht dann wirklich langsam auf die Nerven. Bitte dann nicht, entschuldige. Dann schreibst nein. Sieg ist Tor. Auch 9 Buchstaben. S-I-E-G-E. Stimmt ja. Sie guess. Ich bin Golo Santini. Ich fliege in einer Stunde nach Hongkong ab zu einer Tournee durch Ostasien. Ich bin in größter Reihe. Und ich bin der Fröschel, bin die Ruhe selbst, bleib im Land und ernähre mich redlich. Ja, und ich bin Kommissar Kettwig. Um was geht es, Herr Santini? Ich erstatte Anzeige, Herr Kommissar, gegen Unbekannt. Es ist eine Katastrophe ohne Beispiel. Man hat meinen persönlichen Safe geöffnet und die Unterlagen und Entwürfe für meine Sommerkollektion nächsten Jahres geraubt. Es war in einem blassgelben Umschlag vor etwa dieser Größe etwa. Ja, wenn es nur die Entwürfe waren. Mein Herr, Sie scheinen nicht zu wissen, dass meine Kollektionen Saison für Saison die Pariser Modezaren das Gruseln lehren. Das Gruseln? Das ist ja her. Ja, Fadik. Das haben wir gar nicht gewusst, keiner. Ihre Personalien, Herr Santini. Ich bin geboren am 4.4.44 in Venezia. Eine unvergleichliche Stadt und ein sehr glückverheißendes Datum. 4-4, stellen Sie sich vor. Dass meiner Mama durch Entzücken gelungen, finden Sie nicht. Ja, bezaubernd. Ihre Anschrift? Wir bewohnen die Villa Papistenweg 9 in Grünwald, meine Mama und ich. Ja, Ihr Safe ist also aufgebrochen worden. Madonna, ich bin nicht. Das ist ja gerade das Faszinierende. Es ist absolut unbeschädigt. Er muss ganz normal geöffnet worden sein. Aber das ist wiederum ganz unmöglich, weil nur ich die Kombination weiß und keine Seele sonst auf der Welt. Es ist mir absolut schleierhaft. Spuren eines gewaltsamen Eindringens in die Villa? Nichts. Absolut nicht. Dio mio, ich muss auf den Aeroporto. Ich gebe noch eine Pressekonferenz, ja, bevor ich abreise. Ja, eine Sekunde, Herr Santini. Wir brauchen ja noch Angaben über Ihre Familie. Ja, ja, sprechen Sie bitte mit Mama und mit meinem Bruder Enrico, mein einer Bruder. Ich vertraue ihm sehr, aber nicht mit Silvio, dem anderen. Aber vor allem finden Sie den Verbrecher, aber presto, eh? Sie. Meine Entwürfe sind pures Gold wert. Legen Sie ihn für ein schreckliches Handwerk. Ja. Retten Sie mich vor dem Ruin. Ja. Adio, Signore. Ussa. Chancen hast du, Herr? Also diesem hysterischen Maestro glaube ich kein Wort. Oder das ist so ein Publicity-Trick, so ein Depperter. Wenn der wüsste, wie ich diese Sorte von Jet-Set-Hanseln gefressen habe. Jedenfalls, die Sache lassen wir ganz gemütlich angehen, na, gell, Heiner? Adagio. Nix presto. Ah. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Kommissar Kettwig. Santini. Herr Santini, Sie sind Architekt, ja? Ja, Architekt, ja. Mhm. Und ist das alles auch gebaut worden von Ihnen? Nein, nein, das sind alles nur Entwürfe. Ich habe nie etwas davon bauen können. Aber vielleicht darf ich es noch einmal, das oder Ähnliches, wenn die Menschen es besser begreifen. Ah ja, ja. Aber entschuldigen Sie, ist das nicht eine etwas brotlose Kunst? Ich meine, so ein Wettbewerb lohnt sich doch eigentlich nur, wenn man den ersten Preis gewinnt und dann auch mit der Ausführung betraut wird, nicht wahr? Ich könnte Ihnen widersprechen. Ja, kommen wir mal zur Sache, Herr Santini. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer die Entwürfe Ihres Bruders Golo gestohlen haben könnte? Nein, nein, solche Dinge liegen meiner Vorstellungswelt sehr fern, wissen Sie. Hm. Ja. Wer alles hat den Schlüssel zur Villa Ihres Bruders und Ihrer Mutter? Oder, entschuldigen Sie mal, anders gefragt, wer könnte nachts auf normalem Wege in diese Villa gelangen? Nun ja, Golo und die Mama natürlich. Das Personal, das heißt Golo-Chauffeur, der Gärtner, Gerlinde, Golo-Sekretär, aber der ist jetzt gerade mit Golo in Asien und ja, Silvio und ich. Grüß Gott, Herr Santini. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Mein Name ist Fröschel. Hier bin ich nur Silvio und Silvio ist bis um 3 Uhr an der Volldampf. Auwe.
Danach ist Herr Santini zu sprechen. Hm? Eventuell guter Mann. Also. Silvio! Silvio! Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Gerlinde, du bist ein Schatz. Schön hast du es hier, Silvio. Silvio, ich will dich nur nicht stören. Geh schon wieder. Danke, okay, grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind wohl ein schwerer Fan vom Herrn Silvio, hä? Ja, in gewisser Weise ja. Ja, aber nicht so, wie Sie denken. Ah. Ich kenne ihn schon lange. Sehr lange. Ja, Moment, jetzt fällt mir was ein. Ich habe es erraten, Sie sind wahrscheinlich sein Kindermädchen gewesen. Stimmt's? Ich bin schon 25 Jahre im Hause Santini. Und jedes Jahr zum Geburtstag, da bringe ich ihm seine Torte. Und dann sehe ich, wie er mit seiner Musik den Leuten Freude macht. Und dann schaue ich, wie gern sie ihn alle haben. Sie sind gewiss auch recht musikalisch, nicht? Ach. Übrigens, Fröschel ist mein Name. Ja, Gerlinde Wiese. Freut mich. Ja, musikalisch bin ich schon ein bisschen. Manchmal spiele ich ein Volkslied. Okay. Auf dem Flügel von meiner Herrschaft, wissen Sie. Und hier und da singe ich auch. Mezzosopran. Na, Sie spielen auf dem Flügel Ihrer Herrschaft? Ja. Das ist ein Zufall, das ist. Zufall, wieso denn? Ja, weil ich bin nämlich Klavierstimmer. Ah! Ja, warum meinen Sie denn, dass ich mich hier da in der Diskothek rumtreibe, nicht? Ja. Weil ich da Menschen finde, die musikalisch sind, nicht? Ja. Weil ich hoffe, dass ich hier den einen oder den anderen einen Auftrag kriege zum Klavierstimmen, verstehen Sie? Sie haben ja keine Ahnung. Die Arbeitslosigkeit im Allgemeinen und der böse Rückgang der Hausmusik im Besonderen. Verheerend. Sie werden jetzt bestimmt schon ahnen, Fräulein Gerlinde, was ich Sie als nächstes fragen werde. Also für mich war es einer von den beiden oder beide zusammen. Na, ich weiß nicht, Heiner. Das Polizeischule-Emmanenz, das schmeckt mir überhaupt nicht. Bitte sehr. Dankeschön. Also, wenn es der Enrico oder der Silvio war, und bei ihrer Intelligenz hätten doch die irgendeine falsche Spur gelegt. Das sind doch keine Profis, die denken an alles. Ja, weißt du, wer das besser ist? Na, weiß ich eben nicht. Also bleiben wir dabei, es war der Enrico oder der Silvio oder alle zwei miteinander. Sag ich aber, was fummelst du eigentlich mit dem Ding da dauernd rum? Das macht mich ganz nervös. Ja, mich macht nervös, dass wir nicht in die Villa reinkommen. Wer sind Sie? Grüß Gott. Sie haben mich durch Ihr Leuten aus dem Mittagsschlaf gerissen. Oh, gnädige Frau, ich bin schier untröstlich, aber ich bin der Klavierstimmer. Fröschel ist mein Name, wenn es angenehm wäre. Es tut mir leid, dass ich Ihren Mittag... Ich hoffe nur, Sie rechtfertigen das Vertrauen, dass ich Gerlinde zuliebe blind in Sie setzen muss. Ich habe nämlich das absolute Gehör. Okay. Grauenhaft, nicht? Ja, grauenhaft. Nicht zum Sagen grauenhaft. Sagen Sie mal, Signora Santini, ist da nicht vorgestern was in der Zeitung gestanden von Ihnen? Ich meine, über die Santinis. Beschränken Sie sich auf Ihre Aufgabe, Herr Fröschel. Ich bin ein bisschen empfindlich gegen fremde Menschen in meinem Haus. Tun Sie Ihre Arbeit möglichst rasch und schicken Sie mir die Rechnung. Guten Tag. Guten Tag. Bis gut, überspann dich. Köstlich, dieser Klang, was? Direkt überirdisch. Edel. Samten und doch kernig, durchsichtig und trotzdem gefüllt. Aber bös. Bös verstimmt. Krank in der Seele. Ihre Herrschaft, Frau Gerlinde, ist ja irgendwie sehr bekannt und berühmt, nicht? Besonders dieser Herr Golo Santini. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Sagen Sie mal, wie steht denn der zu seinen Brüdern? Den Golo meine ich. Ich meine, er weltberühmt und schwer reich und die anderen zwei nicht. Greift er denen nicht ab und zu ein bisschen unter die Arme? So meine ich, verstehen Sie mich schon? Ja, die Brüder haben ein gutes Verhältnis. Ja? Naja, manchmal sagt der Golo schon, diese Phantasten, wann werden die endlich mal erwachsen? Genau. Aber das meint er nicht böse. Außerdem hat er auch gar nicht recht. Die beiden wissen schon, was sie wollen. Ja, freilich wissen sie es, freilich. So, fangen wir mal an. Kammer zum A. Ja, ja, das geht schon. Ja. Und dass die zwei Brüder oder einer davon hinter dem Einbruch in das Safe vom Golo stecken, das halten Sie wahrscheinlich für ausgeschlossen. Ganz ausgeschlossen. Dass die beiden es nicht waren, das könnte ich beschwören.
Darf ich Ihnen was gestehen? Gestehen? Was denn? Dass ich noch einmal herkommen muss. Ja, zu einer zweiten Sitzung. So. Wissen Sie, bei der ersten Sitzung, so wie heute, da werden die Saiten ja nur entspannt. Nicht? Das Instrument wird praktisch quasi entstimmt, damit es Ruhe hat, ein paar Tage. Und dass die Saiten ihre Elastizität regenerieren können. Aber bei der zweiten Sitzung, dann. Handelt er mit dem Zeug? Gar keine schlechte Tarnung. Gehen Sie mal hinterher. Falls er Sie erwischt, sagen Sie einfach, Sie seien ein total ausgeflippter Fan in ihm. Völlig verknallt. Schaffen Sie es in Ihrem hohen Alter, Kollege? Das wäre so ziemlich alles, was wir bis jetzt mit Sicherheit wissen. Ja, viel ist das nicht. Eigentlich ist es überhaupt nichts. Herr Weininger, was soll ich denn jetzt machen? Ja, mein Frischl, wenn die Indizien und die Spuren so mager sind, nachher muss das halt einmal mit der Psychologie probieren. Mit der Menschenkenntnis und Lebenserfahrung, ja, verstehst? Ja, also, so weit war ich auch schon. Na, also? Ja, dann kann es doch bloß die Mama selber gewesen sein. Hä? Die Dame. Ja, die Dame. Natürlich. Was? Die Dame. Wieso die Mama, Herr Weininger? Ja, weil die Lebenserfahrung lehrt Fröschl, dass eine Mutter ein Kind, das schwächer ist oder weniger gesund, oder weniger erfolgreich, meistens weitaus mehr liebt als die anderen. Verstehst? Das heißt also, den Versager mehr als den Sieger. Nicht? Ja, und der Golo, das ist doch so ein Sieger. Nicht? Und die anderen zwei, das sind die Versager. Wenigstens in den Augen der Mutter. Also sucht sie einen Weg, wie sie den beiden was Gutes tun kann. Ja, und in dem Fall, da hat halt der Weg in den Golo seinen Safe eingeführt. Ja, und davon sind Sie überzeugt? Ja, woher? Eine Arbeitshypothese ist weiter nichts. Aber es kann genauso gut der Silvio oder der Enrico gewesen sein. Oder alle zwei miteinander. Ne? Und die Mama, die deckt sie, weil sie Angst hat, es könnte aufkommen, dass sie ihre eigene Brut war. Ja, und was raten Sie mir jetzt, Herr Weininger? Nein, lass dich halt weiter von deiner Gerlinde ansingen. Oh. Na ja, musikalisch bist du ja sowieso nicht. Also, doch gar nicht so arg weh. Doch, das tut schon weh. Und ich überlege mir inzwischen, ob mir nicht doch noch was Vernünftiges einfällt. Wie weit sind Sie in dem Fall Santini, Herr Käffig? An mir soll es nicht liegen, Herr Kriminaldirektor. Ich habe den vermutlichen Täter klar am Fadenkreuz. Beweise? Haftbefehl beantragt? Sicherstellung des geraubten Materials? Nur noch eine Frage der Zeit. Die Umstände sprechen eine eindeutige Sprache. Silvio Santini bewohnt eine überaus teure Penthouse-Wohnung, lebt auf großem Fuß, fährt die schicksten Autos und ist ständig von zweifellos sehr anspruchsvollen Damen umgeben. In krassem Gegensatz dazu steht allerdings sein Verdienst in der Diskothek. Er beträgt monatlich 3.200 Mark brutto.
Naja, ich lasse ihn ständig überwachen. Aber noch etwas. Ich vermute, dass wir möglicherweise über ihn an einen großen Dealer rankommen. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit drogenabhängig. Ausgezeichnet, Catwick. Es ist sehr erfreulich, Ihr wohlüberlegtes, geradliniges Vorgehen zu beobachten. Wo steckt denn eigentlich der Fröschel? Schön. So ist recht. Genauso muss sein. Nur aus dem Chaos kann sich die entschlackte Ordnung bilden, die reinere. Ist zwar in unserem Berufsstand die unorthodoxe Methode, aber sie setzt sich immer mehr durch. Da muss man es Frau Gerlinde. Kann denn das sein? Grüß Gott. Grüß Gott. Entschuldigung, ist bei Ihnen der Herr Fröschel? Ja, der arbeitet da. Herr Wanninger ist mein Name. Angenehm, Gerlinde Wiese. Ja. Ich bin der Klavierstimmer Ihnen ums Obermeister, gell? Und wir müssen halt unsere Mitglieder ab und zu bei der Arbeit ein kleines bisschen überprüfen. Ja, bitte. Ja, grüß Gott, Herr Fröschel. Herr Wanninger, grüß Gott. Na, nach welcher Methode sind Sie denn da vorgegangen? Hier, nach der unorthodoxen, Herr Wanninger. So. Ja, und sind Sie sicher, dass Sie auch immer den richtigen Ton treffen? Ja, es ist schon diffizil, nicht? Aber Sie könnten es ja mal selber probieren, wenn Sie schon gerade da sind. Wenn Sie kein Vertrauen haben zu mir, dann müssen Sie selber zupacken. Das Gesto. Und das D, das sind zwei besonders widerspenstige Grippe in Mellor. So. Ja, grüß Gott, gnädige Frau. Sie sind sicher die Signora Santini? Guten Tag. Franz Josef Wanninger, ich bin der Klavierstimmer, Innungsobermeister. Ja, ich kontrolliere gerade unser Mitglied, den Herrn Fröschel. Ja, das empfiehlt sich vielleicht sogar dringend. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Ja, danke schön. Es ist eben doch ein Unterschied zwischen dem Meister und dem Gesellen. Na ja, zu sowas ist man halt geboren, gell? Oder nicht? Ich habe nämlich das absolute Gehör, müssen Sie wissen. Das haben wir gleich gedacht. Ja, Herr Fröschel, ich könnte Sie eigentlich jetzt entbehren. Ne? Ich möchte die Geschichte da gern selber zu Ende führen. Ja, und über Ihren nächsten Auftrag wissen Sie doch Bescheid, gell? Ja. Na, also, nachher. Gehen wir. Bitte. Schön hat er schon lange nicht mehr geklappt. Sie sind ein Meister Ihres Fachs, Herr Wanninger. Dankeschön für das Kompliment. Sehen Sie, und gerade das hat der Herr Steiner nie glauben wollen. Wer ist der Herr Steiner? Ja, das frage ich mich auch. Wer ist schon der Herr Steiner? Bei Santini? Ja, freilich kann ich Signora Santini etwas ausrichten. Was? Nein. Nein, das dürfen Sie nicht! Das ist doch nicht wahr! Aber um Himmels Willen, Frau Gerlinde, was haben Sie denn? Was ist denn los? Die Polizei. Die Polizei hat Silvio und Enrico verhaftet. Dabei. Ich war es doch selbst. Was waren Sie selber? Ich habe den Safe geöffnet. Oh Gott, Gerlinde, Sie? Wieso denn Sie? Aber das brauchen Sie uns nicht erzählen, das müssen Sie bei der Polizei angeben. Ja? Am besten ist, Sie schreiben es fein säuberlich auf. Wissen Sie, käme da aus? Das ist der Herr Kriminaldirektor Steiner, Signora Santini, Fräulein Gerlinde Wiese. Guten Abend. Ja, geben Sie mir es gleich. So, und hier hätten wir noch ein wunderbares Geständnis parat. Bitte. Ja. Enrico, Silvio, ich hab doch alles gestanden, dass ich es war und dass ihr nichts damit zu tun habt. Man muss euch gleich wieder freilassen. Freilassen? Wieso denn? Wir sind doch nur hierher bestellt, Gerlinde. Auf 8 Uhr. Warum sollte man uns einlachen? Komische Ideen hast du, Gerlinde. Ja, das war ein kleiner Trick, Fräulein Gerlinde. Kein sehr feiner, das gebe ich zu. Aber schaut's, der Zweck heiligt die Mittel, gell? Wenn ich das kurz vielleicht einmal alles erläutern dürfte, Herr Kriminaldirektor. Das Fräulein Gerlinde hat sich doch tatsächlich Zugang zum Safe vom Herrn Golo verschafft und hat seine Entwürfe entwendet. Dann hat sie es, anonym natürlich, an ihren Geliebten Enrico geschickt. Ja.
In der Hoffnung, dass es zu Geld macht und an die Konkurrenz verkauft. Nicht? Weil Geld, das braucht er ja dringend für seine hochtrabenden Ziele. Ja. Hm? Tja, die Mutterliebe geht manchmal seltsame Wege, Herr Steiner. Ja, wieso? Ich denke, Sie sind... Ja, ist denn Fräulein Gerlinde die Mutter von... Nicht direkt, Herr Kriminaldirektor, aber schon auch. Was? Quasi, verstehen Sie? Nein. Mittelbar heute. Halt. Es gibt nicht nur leibliche Mütter, Herr Steiner. Darf ich jetzt weitermachen? Der Herr Enrico allerdings hat die ihm zugegangene anonyme Sendung, das habe ich festgestellt, nicht zu dem Zweck verwendet. Also ich kann lesen, Herr Fröschel. Entschuldigung. Frau Gerlinde, eines ist mir noch nicht klar. Wie sind Sie zu der Kombination mit dem Safe gekommen? Ja, der Herr Golo, der ist doch so abergläubisch. Hm? Vor allem mit Zahlen. Zum Beispiel sein Geburtsdatum, der 4.4.44. Darüber ist er richtig glücklich. Naja, da habe ich mir gedacht, er hat vielleicht für die Kombination etwas Ähnliches ausprobiert. Viele Nächte habe ich dann alle möglichen Daten versucht und dann war schließlich ein Datum richtig. Der 19.07.1970. 197-1970. Das war nämlich der Tag, an dem er seinen ersten ganz großen Erfolg gehabt hat. Es war sein Durchbruch zum Weltruhm. Und wo befindet sich das Diebesgut also jetzt? Herr Kriminaldirektor, ich bitte um Entschuldigung. Also ein absoluter Schlag ins Wasser. Keine Spur vom Rauschgift im gesamten Etablissement. Wir haben das Unterste nach oben gekehrt, umgekehrt, absolute Fehlanzeige. Und was geht hier vor? Das ist ja her, der blassgelbe Umschlag. Also präzise kann ich Ihnen das leider auch noch nicht sagen, Herr Kettwig. Hm. Aber was hat es denn mit den kleinen weißen Briefchen in den Plattenhöhlen auf sich, über die Sie mich informierten? Bitte, Herr Kriminaldirektor. Ja, das habe ich kommen sehen. Ein seltenes indonesisches Gewürz, Herr Kriminaldirektor. Aha. Eine Art Markenzeichen für seine Platten. Er hat sich das wohl als zusätzlichen Werbegag einfallen lassen. Aber wie gesagt, ein Gewürz, also im Sinne des Rauschgiftgesetzes, für uns leider völlig irrelevant. Aber was den blassgelben Umschlag anbelangt, so ganz erfolglos waren wir allerdings trotzdem nicht, bitte, Herr Kriminaldirektor. Aha. Wie kommen die Entwürfe in Ihren Besitz, Herr Santini? Als die Sache in der Zeitung stand, habe ich ziemlich schnell durchgeblickt. Naja, dann habe ich Enrico einen kurzen brüderlichen Besuch abgestattet und mir das Zeug aus seinem Regal genommen. Mir war nämlich klar, dass mein verträumter Bruder sowieso nicht viel damit anzufangen weiß. Ja, also, Signora Santini, wenn Sie Ihren Sohn Golo dazu bewegen könnten, dass er seine Anzeige zurückzieht, naja, dann könnte man eventuell... Also, wenn Sie das doch lieber mir überlassen wollten, Herr Wanniger. Wir sind ja keine Unmenschen, verehrte Signora. Eines würde mich allerdings interessieren, Herr Wanniger. Ja? Diese Szene war doch wieder einmal typisch inszeniert. Welche Rolle haben Sie diesmal in dieser Sache gespielt? Ich? Ja. Ja, gar keine. Mhm. Wirklich nicht. Naja, der Frösel, der hat mir mal besucht und bei der Gelegenheit... Siehst du das? Jetzt haben wir den Salat, aber ich habe das ja gleich gesagt. Jetzt hast du nicht nur einen einmaligen Flügel, sondern auch noch deinen einmaligen Kriminaldirektor verstimmt.